Ich bin Hauptfeldwebel Oliver Bender. 4 Jahre war ich Panzerkommandant auf dem Leopard 2A5, Truppführer in der Schutzkompanie und nun Videojournalist in der Redaktion der Bundeswehr. Mit dieser Serie möchte ich euch einen Einblick in die Bundeswehr geben. Ich befinde mich wieder in Calw, bin wieder beim KSK, Kommando Spezialkräfte, und wie wir euch in einem vorhergehenden Beitrag gezeigt haben, wollen wir jetzt natürlich noch eine Nummer weitergehen. Wenn der Kommandotrupp verschiedene Operationen durchführt, gibt es auch immer Möglichkeiten, ja, mit Fachexpertise das Ganze noch weiter zu unterstützen, je nach Auftragsszenario. Unter anderem können zum Beispiel Hunde eingesetzt werden. Ja, und was das genau beinhaltet, was da für Ausbildungsmöglichkeiten stattfinden, das schauen wir uns heute an. Ausbildung mit Hunden, was beinhaltet das alles? Wie ist die charakterliche Voraussetzung von so einem Hund? Was muss der überhaupt abkönnen, dass er in so einem Szenario überhaupt Einsatz finden kann? Also als allererstes ist natürlich die Ausbildungsinhalte sind sehr vielfältig, weil es angepasst werden muss an unsere Operationen und unsere vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Hund selbst muss als erstes mal mitbringen, dass er sehr sozial ist und mit uns zusammenarbeiten will, was dadurch sich auszeichnet, dass eben der Hund nicht nur durch den Hundeführer eingesetzt werden kann, sondern auch durch Trupper, die mitlaufen, die mit in der Operation beteiligt sind, die können den Hund ebenfalls mit einsetzen. Mit was fangen wir an? Wir fangen jetzt als erstes an mit einer Ausbildung. Wir wollen dir mal zeigen, wie wir auf Schiffe aufändern oder höhere Gebäudeteile nehmen und dazu eben mit einer Leiter aufändern, den Hund dann danach durch den Hundeführer hochziehen, um den Hund dann zur entsprechenden Eindringstelle zu bringen. Ungewöhnliche Situation für so einen Hund. Was das genau beinhaltet und vor allem, ob ich vielleicht das eine oder andere probieren kann, das schauen wir uns jetzt an. Die Kraft kommt aus dem Bein. Deswegen achtest du darauf, dass du deine Ellenbogen möglichst eng am Körper hältst und du steigst am besten auch immer von hinten rein, weil der Abstand zwischen Bordwand und Strickleiter wird immer enger und wenn du von vorne reinsteigen würdest, würdest du gegebenenfalls nicht weit genug mit dem Schuh auf die Sprosse kommen und abrutschen. Oh, so, oben angekommen, jetzt kommt natürlich der sportliche Teil, weil der Hund muss auch noch mit hoch. Wollen wir mal schauen, ob wir ihn mit hochbekommen. Gut. Herzlich willkommen auf dem Schiff. Aussagen? Je nach Auftrag. Wenn die Kommandosoldaten hier oben bereits Sicherungsaufgaben wahrnehmen, kann es natürlich sein, dass man den auch alleine hochziehen muss. Gerade eben habe ich noch Unterstützung bekommen. Ja, auch hier zählt wieder Power ohne Ende. So, festen Boden wieder unter den Füßen. Erste Station geschafft, wie geht's weiter? So, die erste Station hast du ganz gut gemeistert. Das war kein schlechtes Bild, das du abgegeben hast. Als nächstes wollen wir das Überwinden der Hindernisbahn mit den Hunden üben. Zweck dieser Übung ist es, die Umweltsicherheit der Hunde zu festigen und die Teambildung noch weiter zu festigen zwischen Hund und unseren Hundeführern. Gut, dann schauen wir uns das Ganze an. Ab auf die Hindernisbahn. Ein paar Sachen noch, bevor wir jetzt loslegen. Okay, der Hund kennt dich noch nicht. Unter Umständen kann es passieren, dass der Hund sich gegen dich auflehnt, weil er dich nicht kennt, weil du ihn vielleicht berührst oder er sich irgendwo einklemmt. Das soll er natürlich nicht mit dir verknüpfen. Also, falls er mal geschimpft werden müsste, dann kommt das von mir. Du versuchst dich neutral zu verhalten. Genau. Du als Teammitglied setzt jetzt den Diensthund ein. Okay. Wir richten ihn aus auf die Person und dann mit dem Handzeichen und dem Hörzeichen schickst du den Hund los. Hörzeichen. Voran! Los, gehen Sie in Sicherung vorgehen.
Könnt ihr froh sein, dass ihr hier alle hinterm Monitor sitzt? Trotzdem hoffe ich, ihr konntet hautnah mit dabei sein. Was hat das für einen Zweck, dass man das am Ende von so einem Durchgang nochmal macht? Vorhin wurde der Hund gelobt, aber natürlich das höchste Ziel des Hundes ist es, eine Person als Beute zu haben. Das heißt, er wird praktisch am Ende davon für seine Leistung nochmal belohnt, genau, sodass er nochmal arbeiten kann. Nach der Hindernisbahn befinden wir uns jetzt auf einem Übungsturm ca. auf 15 Meter Höhe. Was machen wir jetzt hier genau? So, grundsätzlich üben wir auf diesem Turm Luftlandeeinsatzverfahren. Speziell für uns, also für die Diensthunde, üben wir hier das Abseilen vom Hubschrauber. Ja, da beginnen wir mit Trockentraining, um die Belastung für den Hund ein bisschen niedriger zu halten. Und können dann hier an diese dargestellte Plattform eines Hubschraubers dann die Verfahren üben, ohne Stress für den Hund, Hubschraubergeräusche und so weiter. So, auch ich hänge jetzt. Mir geht's gut soweit. Unter mir hängt der Hund und jetzt geht's abwärts. Ich habe hier, ihr seht's vielleicht, die Möglichkeit, einfach nur durch Drücken die Geschwindigkeit zu bestimmen. Sobald ich loslasse, wird gebremst. Oder sobald ich komplett zusammendrücke, geht's schneller, wird aber auch ab einem gewissen Punkt gebremst. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, die Geschwindigkeit vorzugeben und gleich haben wir auch den Boden erreicht. Olli, das hast du gut gemacht. Beim Hund geht's gut. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, das stimmt. Ja. Du bist heil hier unten angekommen, aber eine Station haben wir noch für dich. Eine Station habt ihr noch und ich würde sagen, die schauen wir uns auch noch an. So, wir werden jetzt ein kurzes Gefechtsszenario darstellen und dabei ist für uns der Schwerpunkt der Einsatz des Hundes. Wir werden jetzt natürlich nicht unsere taktischen Vorgehensweisen vorstellen, sondern es geht tatsächlich nur rein, schwerpunktmäßig, wie der Hund arbeitet. Und den Rest werden wir jetzt dann sehen bei dem Übungsvorgang. Ja, ich würde sagen, ja, wir lassen uns einfach mal überraschen, sitzen direkt mit auf und dann geht's auch schon los. Was jetzt passiert ist, ein Fahrzeug wurde abgesetzt, vermutlich irgendeine Person, die auch ins Haus gegangen ist, der Fahrer hat im Fahrzeug gewartet, Entschluss jetzt, den Hund aufs Fahrzeug zu schicken, sodass der Fahrer festgesetzt wird und danach der Trupp weiter vorgehen kann. Natürlich geht der Trupp in so einer Situation nicht komplett allein vor. Der Scharfschütze, der das Vorgehen auch weiterhin mit überwacht, hat aufgeklärt, dass sich im Gebäude eine weitere Person befindet. Und da werden wir jetzt gemeinsam mit dem Trupp reingehen. Das Schloss wurde aufgesprengt, der Trupp geht vor. Der Täter war festgesetzt bereits durch den Hund. Jetzt muss der Raum gesichert werden. Sobald der Täter festgesetzt wurde, wird er übernommen und so die Situation geklärt. Puh, da war ja ganz schön Action da drin. Ja, du siehst mal, was das für eine Belastung für die Hunde und für die Männer ist. Aber um dir das Ganze noch ein bisschen zu verdeutlichen, werden wir jetzt mal die Seite wechseln. Du kannst mal den Feind spielen und dann mal sehen, wie dann die ganze Situation von innen aussieht. Das heißt, ich soll mich dahinter in den Raum setzen und dann das mal von der anderen Seite erleben? Genau. Dann kannst du auch mal sehen, wie der Hund dann reagiert. Ich meine, wir haben das ja schon mal gemacht in einem anderen Beitrag, ja, sowas Ähnliches. Jetzt muss ich halt wieder dran glauben, hilft ja nichts. Was wird aus? So schnell kann es gehen. Man kriegt das gar nicht mit. Es rumst. Der Hund kommt an, reißt einen zu Boden
Und danach ist auch schon das Team hinten dran, um ihn festzusetzen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen, was die Hunde leisten, was der Trupp alles leisten kann. Das war's von meiner Seite. Hauptbefehlbänder, ich melde mich ab. Ihr habt noch andere Themen, die euch interessieren? Kein Problem, ab damit in die Kommentare. Ach ja, und folgt uns auf YouTube, Facebook und Instagram. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal, euer Olli.